So, Freunde, da bin ich wieder. Was hast du zu tun für mich? Was hast du zu tun für mich? Vor der Stadt streuen eine Menge hungriger Wölfe herum. Sie fressen schon mal gerne ein paar Sklaven. Das sehen die Orks gar nicht gerne. Suche die hungrigen Wölfe und mach ihnen den Gar aus. Okay, meinetwegen. Wie steigere ich denn mein Ansehen? Wie steigere ich mein Ansehen bei den Orks? Mach dich nützlich. Zeige den Orks, dass du es drauf hast. Obwohl du nur ein Mensch bist. Ganz einfach. Irgendwann wirst du von ganz allein zu Uruk vorgelassen. Ich werde deine Taten beobachten. Das hört sich irgendwie beängstigend an. Wo kann ich mich noch nützlich machen? Wo kann ich mich noch nützlich machen? Sprich mal mit dem Proviantmeister Deckard. Der hat immer was zu tun. Außerdem kannst du dir bei ihm neue Ausrüstung besorgen. Na, ich guck mal. Ich finde ihn schon irgendwie, ne? Hopp. 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 Oh, einladend. So was Schönes habe ich ja noch nie gesehen. Oh, unglaublich. Wirkt richtig lebensecht. Nicht schlecht. Gute Bildhauerkunst. Wahrscheinlich extra noch mal ein Auge ausgestochen. Oh, sieht das geil aus. Ist er verbunden an den Beinen und wurde dann dadurch... Naja, ich weiß nicht. Die Orks haben schon einen seltsamen Geschmack für Schönheit. Hallo, Heilpflanzen, ich sehe euch. Und wenn ich euch sehe, könnt ihr mich sehen. Im Normalfall. Noch mehr Heilpflanzen. Noch eine Heilpflanze. Noch eine Heilpflanze. Noch ein Eisenhalm. Wie viele Heilpflanzen habe ich denn jetzt eigentlich gerade? Das möchte ich mal kurz gucken. Ne, 8. So. Hallo? Felsnessel. Krötenwurz, 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 Krötenwurz. Wurzeln. Morgentau, Morgentau, Morgentau. Felsnessel, Morgentau. Hier zurücklaufen. Was haben wir hier noch so schönes rumfliegen? Eine Heilpflanze. Und noch eine Heilpflanze. Noch eine Heilpflanze. Ich wette, ich habe jetzt exakt 11, aber mir fehlt noch exakt eine. Wahaha, ein Friedhof. Mit Respekt begegnen. Alter, ich möchte langsam gehen. Es ging doch irgendwie. Geht doch. Schon mit Respekt. Meine letzte Ehre. Wahaha. Nee, verdammt, falsche Taste, die hier. Wahaha, letzte Ehre erweisen. Na, ich glaube, das reicht. Letzte Ehre erweisen. Schlagen wir den Grabsteinschrott. Jawoll. Danke, lassen wir das. So. Hier scheint der Leuchtturm zu sein. Aber erstmal, guten Tag, Speer. Ich brauche Ruhe. Ja gut, ich bin ganz leise. Hallo, Arok. Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Was kann man denn gewinnen? Was kann ich in der Arena gewinnen? Und dann nicht so, der Champion der Arena bekommt ein Schwert. Oh. Verlierer bekommen gar nichts. Logisch. Ja, dann lass mich kämpfen. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Zu Anfang werde ich dir einen leichten Gegner schicken. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, sehen wir weiter. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt tun? Geh in die Arena und kämpfe. Wenn du sie verlässt, hast du verloren. Und wenn er sie verlässt? Ich lasse ihn noch ein bisschen warten, ne? Ich guck mich eben den um. Hallo Orksöldner, hallo Orksöldner, hallo Orksöldner. Hallo Wasserfass. Hallo Krieger. Halt! Keinen Schritt weiter! Mit der Ruhe. Dum dim dum dim dum dim dum dim. Dann zeig mal, was du drauf hallo, hast! Hallo Fadi. Leute, es gibt einen Kampf! Na, mit deinem scheiß Schädelschild? Scheiß Schädelschild, scheiß Schädelschild. Ein schönes scheiß Schädelschild. Ja, ganz viele S. Aua! Lass mich doch mal in Ruhe, du Wichser. Du bist draußen. Hallo, dann hör doch auf mich zu schlagen, verdammt. Ich bin doch schon draußen. Na bitte, geht doch. Alter, dämlicher Wichser. Du hast mir wehgetan. Obwohl der Kampf schon vorbei war. Und wird er nicht bestraft? Meine Fresse, ey. Hallo Arok, ich bin's nochmal. Ich möchte nochmal wiederholen. Ich will den letzten Kampf wiederholen. Ich wusste,
Geh in die Arena. Ich wusste, genau, mein Freund, genau. Du hast auch keine Sprachfähigkeiten. Bam! Nicht nachlassen! Vorwärts! Alter, jetzt lässt du mich mal in Ruhe. Lässt du mich mal kämpfen? Alter, du warst doch außerhalb der Arena, verdammt. Du verlässt die Arena, exakt, Mann, exakt. Voll meine Meinung. So ein Scheiß. Alter Schwede. Ich stehe hier und das heißt, du verlässt die Arena und der Typ steht hier. Meine Fresse. Alter Schwede. Hallo. Du hast gewonnen. Logisch, ich bin ja auch gut. Aber dein Gegner war leicht. Also bilde dir nichts ein. Parteiischer Schiedsrichter. Wenn du willst, schicke ich dir einen guten Gegner. Ja, meinetwegen. Gib mir einen guten Gegner und einen Schiedsrichter. Gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen. Du kannst kämpfen. Das wusste ich schon. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geh in die Arena. Daremok. Ach, der hat noch nicht mal ein Schild. Das ist super. Komm, Leute, es gibt einen Kampf. Na, willst abgestochen werden, mein Schwein. Na, nochmal. Zack. Bam. Ich guck dir das mal an. Der ist außerhalb der Arena, garantiert. Komm nochmal her. Stirb. Und das soll der beste Krieger von ihm sein. Da fand ich diesen Fadi schlimmer. Und ganz abgesehen davon, dass er geschummelt hat. Ich glaube, ich nehme die Stadt auseinander, nur um ihn zu ärgern. Hallo Arok, da bin ich wieder. Ich habe übrigens gewonnen. Ich habe gewonnen. Du hast gut gekämpft. Vielen Dank. Es gibt keinen mehr, der gegen dich antreten will. Du bist der Champion. Na super. Bekomme ich einen Preis? Ja, dieses Schwert. Trage es mit Stolz. Es ist eine gute Klinge. Mal sehen. Rostiges Schwert? Nein, ein Breitschwert. Unglaublich. Hat er gerade gebrüllt da hinten im Hintergrund? Langes Schwert. Ach, das ist auch nicht schlecht wert. Nö. Ich kann doch nicht tragen und ist auch nur 10 besser. Ich habe noch einen Orktöter, leck mich. Alter Schwede, man wird ja richtig über den Tisch gezogen. Ein Wolfsfell. Kann ich mir jetzt einfach so krallen? Moment. Was da oben sind übrigens meine richtigen Speicherschnitte. Ne, also. Ah, richtig. So halb richtig, würde ich sagen. Eine Fresse. Alter Schwede, hallo. Du hast gewonnen. Logisch, ich bin ja auch gut. Aber dein Gegner war leicht. Also bilde dir nichts ein. Parteiischer Schiedsrichter. Wenn du willst, schicke ich dir einen guten Gegner. Ja, meinetwegen. Gib mir einen guten Gegner und einen Schiedsrichter. Gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen. Du kannst kämpfen. Das wusste ich schon. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geh in die Arena. Daremok. Ach, der hat noch nicht mal ein Schild. Das ist super. Komm, Leute, es gibt einen Kampf! Na, willst abgestochen werden, mein Schwein. Na, nochmal. Zack. Bam. Ich guck dir das mal an. Der ist außerhalb der Arena, garantiert. Komm nochmal her. Stirb. Und das soll der beste Krieger von ihm sein. Da fand ich diesen Fadi schlimmer. Und ganz abgesehen davon, dass er geschummelt hat. Ich glaube, ich nehme die Stadt auseinander, nur um ihn zu ärgern. Hallo Arok, da bin ich wieder. Ich habe übrigens gewonnen. Ich habe gewonnen. Du hast gut gekämpft. Vielen Dank. Es gibt keinen mehr, der gegen dich antreten will. Du bist der Champion. Na super. Bekomme ich einen Preis? Ja, dieses Schwert. Trage es mit Stolz. Es ist eine gute Klinge. Mal sehen. Rostiges Schwert? Nein, ein Breitschwert. Unglaublich. Hat er gerade gebrüllt da hinten im Hintergrund? Langes Schwert. Ach, das ist auch nicht schlecht wert. Nö. Ich kann doch nicht tragen und ist auch nur 10 besser. Ich habe noch einen Orktöter, leck mich. Alter Schwede, man wird ja richtig über den Tisch gezogen. Ein Wolfsfell. Kann ich mir jetzt einfach so krallen? Moment. Was da oben sind übrigens meine richtigen Speicherschnitte. Ne, also. Ach, richtig. So halb richtig, würde ich sagen. So, meins. Ich habe nicht das geringste gesehen.
Na, na, na. Hallo, hallo Cyrus. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Das ist auch nur mitten am Tag. Ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Jammerst du immer so viel, alter Jammerlappen? Jammerst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Deckard rückt ja nichts raus, der geizige Hund. Ich glaube, das mache ich nur mal, um ihn zu ärgern. Cyrus, du Alter. Ich möchte dich gerade ärgern. Kuckuck, Cyrus. Guckst du mir überhaupt zu? Ach, ist es nicht schön, wenn mein Schnaps hat? Prost! Ach, guter, klarer Schnaps. Haha, das ist Deckard, da ist ein Wolfsfell. Und da hinten ist ein gut angezogener Sklave. Aber erstmal, guten Tag, Urkrass. Ich war schon da. Hey du, komm her! Meine Waren sind immer noch nicht gekommen. Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe. Du kreuzt vorher nochmal hier auf. Manu. Hallo. Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Ja, viel unnützes Zeug. Und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Ja. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Nein! Warum bei den Rebellen? Scheiße. Naja, auf welche Waren wartest du? Auf welche Waren wartest du? Drei große Pakete, wo mein Name draufsteht. Große, stabile Holzkisten. Ihr dämlichen Söldner habt euch den Kram von lausigen Banditen an der Küste stehlen lassen. Meine Waren sind bestimmt immer noch dort. Ach, ich soll mir die einfach mal so schnell in die Jackentasche stopfen und damit hierher kommen und dir die zurückbringen. Naja. Hallo Wolfsfelle. Eins. Und zwei. Und bitte sag mir nicht, wenn ich irgendwelche Wolfsfelle vergessen habe. Ich laufe die schon mal noch ab. Hallo Deckard. Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Buffercheck mich. Du sollst mich ausrüsten. Buffercheck mich. Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Ach, sagt er das? Hört sich gar nicht nach Buffert an. Scheiße. Umsonst gibt's gar nichts, klar? Arbeite erstmal für was mich. Was willst du haben? Dann reden wir über deine Ausrüstung. Hab ich doch gerade gesagt. Hast du Arbeit für mich? Klar. Du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. Drei Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Ja, hier hast du sie. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest.